Liebe Schüler, herzlich willkommen zu einer weiteren Deutschstunde hier in unserem virtuellen Klassenzimmer. Die heutige Stunde ist für die Schüler der Klasse 8 mit dem Thema Zwei Brüder, zwei Firmen. Dragi učenici, dobrodošli na još jednu video lekciju iz njemačkog jezika, koja je danas namijenjena učenicima 8. razreda s temom Dva brata, dvije tvrtke. Und das sind unsere heutigen Lernziele. Nach dieser Stunde versteht ihr Texte über Adidas und Puma, ihr könnt auf Fragen zu diesem Text antworten und nach dieser Stunde könnt ihr eine bekannte kroatische Firma beschreiben. Das für heute benötigte Arbeitsmaterial sind ein Heft oder ein Blatt Papier, ein Stift zum Schreiben, Kopfhörer und einen Internetzugang. Wie ihr sicherlich schon wisst, könnt ihr dieses Video jederzeit anhalten und eine Pause machen, um eine Aufgabe zu lösen oder um etwas abzuschreiben. Naš za danas potrebni pribor je bilježnica ili list papira, olovka za pisanje, slušalice i internetski pristup. Kao što sigurno znate, ovaj video zapis možete u bilo kojem trenutku zaustaviti kako biste ili riješili zadatak ili nešto prepisali. Nadam se da ste spremni i da ste pripremili sav potreban materijal i da možemo krenuti s našom današnjom video lekcijom. Beginnen wir mit der Frage, ob ihr diese Symbole oder Logos kennt. Richtig, das sind die Symbole von Adidas und Puma. Wisst ihr auch, wofür die beiden Firmen bekannt sind? Znate li po čemu su poznate tvrtke Adidas i Puma? Adidas und Puma sind bekannt für ihre Sportartikel. Sie stellen Fußbälle, Turnschuhe und andere Kleidung her. Adidas und Puma sind Sportartikelhersteller. Kennt ihr auch die Geschichte von Adidas und Puma? Es sind zwei Brüder, die zwei Firmen gegründet haben. Adidas und Puma produzieren Sportartikel. Das heißt, Adidas und Puma sind Sportartikelhersteller. Die beiden Firmen sind sehr groß und auch sehr bekannt. Und die Zentrale oder der Sitz liegt in Herzogenaurach. Das ist eine kleine und ziemlich unbekannte Stadt mit ungefähr 23.000 Einwohnern. Die Stadt liegt in der Nähe von Nürnberg in Bayern. Und hier ist eure Aufgabe. Lest den Text und antwortet auf folgende Fragen. Was sind Adi und Rudolf von Beruf? Was haben sie produziert? Und warum sind sie berühmt geworden? Pročitat ćete tekst u nastavku i pokušati odgovoriti na sljedeća pitanja. Što su Adi i Rudolf po zanimanju? Što su oni proizvodili? I zašto su stekli svjetsku slavu? Und hier ist der Text. Zwei Brüder, zwei Firmen. Um 1880 wohnten Adi und Rudolf Dassler in Herzogenaurach, dem damaligen Schuhzentrum in Deutschland. Sie waren aus einer Schusterfamilie und haben 1920 mit der Produktion von Sportschuhen begonnen. 1924 haben sie die Gebrüder Dassler Schuhfabrik gegründet. 1925 waren der erste Lauf- und Fußballschuh fertig. Beide Brüder waren sportlich und haben ihre Schuhe selbst ausprobiert. Bei Olympia 1936 hat der Leichtathlet Jesse Owens 4 Goldmedaillen bekommen und Dassler-Schuhe getragen. Nach 1948 hat Rudolf nicht mehr bei der Gebrüder Dassler Schuhfabrik gearbeitet, denn er und sein Bruder hatten oft verschiedene Meinungen. Rudolf hat eine eigene Firma gegründet, Puma. So haben seine Freunde ihn genannt. Das war sein Spitzname.
Adidaslers Schuhfabrik heißt seit 1949 Adidas, nach den ersten drei Buchstaben von Adi Dassler. Und hier sind die Lösungen. Die erste Frage war, was sind Adi und Rudolf von Beruf? Die richtige Antwort? Adi und Rudolf sind oder waren Schuster. Was haben sie produziert? Sie haben Lauf- und Fußballschuhe produziert, oder? Sie haben Sportschuhe produziert. Warum sind sie berühmt geworden? Jesse Owens hat mit Dassler Sportschuhen 4 Goldmedaillen bei Olympia bekommen. Und hier noch einige interessante Informationen. Wusstet ihr das? Adidas und Puma arbeiten mit bekannten Sportlern und Teams. Adidas arbeitet mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, die 1954 und 1974 Fußball-Weltmeister wurde. Außerdem ist Adidas Partner von den Fußballvereinen AC Mailand, Real Madrid und FC Bayern München. Jesteli znali, da Adidas i Puma surađuju s poznatim sportašima i momčadima. Sigurna sam da jeste, no jeste li znali da Adidas surađuje s njemačkom nogometnom reprezentacijom koja je 1954. i 1974. postala svjetskim prvakom? Osim toga, je Adidas partner sljedećih nogometnih klubova: AC Milana, Real Madrida i nogometnog kluba Bayern Münchena. Puma arbeitet mit der italienischen Fußballnationalmannschaft zusammen und Usain Bolt sprintete mit Puma-Schuhen zu Weltrekorden. Puma s druge strane surađuje s talijanskom nogometnom reprezentacijom, a atletičar Usain Bolt je pomoću Pumine sportske obuće postigao nekoliko svjetskih rekorda. Und das ist eure nächste Aufgabe. Lest euch noch einmal den Text über die Brüder Dassler durch und markiert die richtige Antwort. Ovo je vaš sljedeći zadatak. Pročitajte još jednom tekst o braći Dassler i odlučite se za točan odgovor, na koga se odnose rečenice. Rečenice glase: Sein Vater war Schuhmacher von Beruf. Er war sportlich. Er hat 1924 seine Firma gegründet. Seine Freunde haben ihn Puma genannt. Drei Buchstaben vom Vor- und drei vom Familiennamen. So heißt die Firma heute noch. Seine Firma arbeitet viel mit Fußballteams zusammen. Pročitajte još jednom tekst i odlučite na koga se odnose ove rečenice. Na Rudolfa, na Adija ili na obojicu. I ovdje možete zaustaviti videozapis. Und hier ist noch einmal der Text. Zwei Brüder, zwei Firmen. Lest ihn euch noch einmal durch und markiert die richtige Antwort in der Tabelle. Evo još jednom teksta o dvojici braći koji su osnovali dvije tvrtke. Pročitajte još jednom ovaj tekst i nakon toga označite točan odgovor u tablici na koga se odnose rečenice. Und hier sind die Lösungen. Sein Vater war Schuhmacher von Beruf. Das ist richtig für beide. Er war sportlich. Beide waren sportlich. Er hat 1924 seine Firma gegründet. Beide haben die Gebrüder Dassler Schuhfabrik gegründet. Seine Freunde haben ihn Puma genannt. Das war Rudolf. Drei Buchstaben vom Vornamen und drei vom Familiennamen. So heißt die Firma heute noch. Das ist die Firma von Adi Dassler gewesen. Seine Firma arbeitet viel mit Fußballteams zusammen.
Die richtige Antwort ist Adi. Und das ist eure nächste Aufgabe. Was bedeutet das Gleiche? Die Brüder haben die Schuhe selbst ausprobiert. Welcher Satz bedeutet das Gleiche? Satz A. Die Brüder haben die Schuhe selbst getestet. Oder Satz B. Die Brüder haben die Schuhe selbst versucht. Dakle, koja rečenica znači isto kao i ova pocrtana? Rečenica A ili rečenica B? Pročitajte još jednom, razmislite i odlučite se za točan odgovor. Točan odgovor je rečenica A. Die Brüder haben die Schuhe selbst getestet. Nächstes Beispiel. Sljedeći primjer. Rudolf und sein Bruder hatten oft verschiedene Meinungen. Welcher Satz bedeutet das Gleiche? A. Rudolf und sein Bruder hatten oft Lösungen. Oder B. Rudolf und sein Bruder hatten oft Streit. Razmislite i odlučite se za točan odgovor. Točan odgovor je rečenica B. Rudolf und sein Bruder hatten oft Streit. Nächster Satz. Puma ist Rudolfs Spitzname. Welcher Satz bedeutet das Gleiche? Satz A. Den Namen hat er von seinen Freunden. Oder Satz B. Den Namen hat er von seinem Vater. Razmislite i odlučite se za točan odgovor. Die richtige Antwort ist Satz A. Den Namen hat er von seinen Freunden. Und noch ein Satz. 1924 haben sie die Gebrüder Dassler Schuhfabrik gegründet. Welcher Satz bedeutet das Gleiche? Satz A. 1924 wurde die gemeinsame Firma eröffnet. Oder B. 1924 wurden zwei Firmen gegründet. Welcher Satz bedeutet das Gleiche? Die richtige Antwort ist Satz A. 1924 wurde die gemeinsame Firma eröffnet. Und das ist eure nächste Aufgabe. Beschreibt eine Firma aus Kroatien. Eure Beschreibung muss folgende Punkte enthalten. Die Firma heißt, der Name bedeutet etwas oder der Name bedeutet nichts. Sie ist groß oder klein und sie hat viele oder wenige Mitarbeiter. Die Zentrale dieser Firma ist in, diese Firma gibt es schon sehr lange oder diese Firma ist noch sehr jung, sie produziert und mit dem Produkt kann man oder die Produkte braucht man für. U vašem sljedećem zadatku ćete opisati jednu tvrtku iz Hrvatske. U vašem opisu ćete obuhvatiti sljedeće točke. Tvrtka se zove, njezino ime znači nešto ili njezino ime ne znači ništa, znači nema simbolike. Ona je velika ili mala i ima puno, odnosno malo radnika. Središte tvrtke je u nekom gradu. Ova tvrtka postoji već jako dugo ili je još jako mlada. Ona proizvodi i s tim proizvodima se može to i to ili ti su proizvodi potrebni za. Taj ćete sastav poslati svom prijatelju iz razreda. Vaš će prijatelj iz razreda vrednovati vaš sastav kao što je prikazano u tablici. Obuhvaćene su sve točke, u potpunosti, djelomično ili nepotpuno. U sastavu je opisana hrvatska tvrtka i u sastavu su jasno opisani proizvodi.
Na isti način ćete i vi vrednovati sastav koji vam pošalje vaš prijatelj iz razreda. I s ovom smo tablicom vršnjačkog vrednovanja stigli do kraja naše današnje video lekcije. Do našeg sljedećeg druženja, lijepi pozdrav!